Schulfernsehen wird Ihnen präsentiert von C-Tronics Computer, dem PC- und Laptop-Spezialisten mit Rundum-Service in Zwickau in der inneren Plauenschen Straße. In diesem Video geht es um Dezimalzahlen. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Das sind Zahlen mit einem Komma. Grundwissen Mathematik von lernförderung.de. Dezimalzahlen nennt man Zahlen mit mindestens einer Stelle hinter dem Komma, also 6,78 oder 1,33333 oder 2946,21. Das sind Zahlen, deren Bruchteil rechts vom Komma angegeben ist. Dezimalzahlen sind also keine natürlichen Zahlen. Mit ihnen können Zahlen mit Rest oder Brüche ausgeschrieben werden, wie in diesen Beispielen. Die Zahl links vom Komma, also die 6, die 1, oder die 2946 bestimmt die Größe der Zahl. Hier ist die größte Zahl also die 2946. Die Ziffern rechts vom Komma werden als Zehntel, Hundertstel, Tausendstel und so weiter bezeichnet. Also 6,7, 1,33, da ist die 7, das Zehntel. Bei der 1,33 ist die zweite 3, das Hundertstel. Und bei der dritten Zahl ist die dritte Zahl hinter dem Komma, also die 9, das Tausendstel. Finde hier die größere Zahl. 78,934 und 78,935. Die erste Zahl, das ist der Zehner. Die zweite, das ist der Einer. Dann kommt das Komma und nach dem Komma kommt zunächst das Zehntel, dann kommt das Hundertstel und dann kommt das Tausendstel. Und diese Ziffern werden alle verglichen und zwar immer von links nach rechts. Und hier sieht man, dass die letzte Ziffer, also die 5, ist in der rechten Zahl größer. Also ist die rechte Zahl die größere Zahl. Dezimalzahlen gibt es zum Beispiel bei Preisen. Dieses Fahrrad kostet 399,59 €. Die 400 € sind also nicht ganz erreicht. Wir haben 300er, 9 Zehner und 9 Einer, dann kommt das Komma, dann kommen 5 Zehntel und 9 Hundertstel. Zusammenfassung Dezimalzahlen. Das sind Zahlen mit einem Komma. Die Bruchteile stehen rechts vom Komma. Und es sind keine natürlichen Zahlen. Gleich geht's weiter. Wie wandelst du eigentlich eine Dezimalzahl in einen Bruch um? Zum Beispiel 834,61. In diesem Video erkläre ich es dir. Es ist wirklich ganz einfach. Kurze Wiederholung. Ganz sicher hast du schon häufig einen Bruch in eine Dezimalzahl umgewandelt. Weißt du noch, wie das geht? Du hast zum Beispiel die Zahl 234 Hundertstel und nun wandelst du um, indem du die obere durch die untere Zahl teilst, also 234 geteilt durch 100.
Wie machst du das? Die 100 hat zwei Nullen. Zähle sie von hinten ab und setze dann das Komma. Also du nimmst deine Zahl, zählst die zwei Stellen nach vorne, setzt das Komma und dann hast du deine Dezimalzahl. Das sind hier 2,34. Eine Dezimalzahl ist übrigens eine Zahl mit einem Komma. Wandle nun eine Dezimalzahl in einen Bruch um. Zum Beispiel 387,43. Schreibe die ganze Zahl ohne Komma über deinen Bruchstrich. Das sind dann 38.743. Das ist einfach. Zähle jetzt die Kommastellen nach rechts. Hier sind es zwei. 1, 2. Für jede Kommastelle schreibst du eine 0 unter den Bruchstrich in den Nenner. Und dann schreibst du noch eine 1 davor. Und fertig bist du. Das ist dein Ergebnis. Das klappt mit jeder Dezimalzahl. Probiere es aus. Zum Beispiel 295,1. Schreibe die ganze Zahl ohne Komma über den Strich, also 2951. Zähle jetzt die Stellen hinter dem Komma. Es ist nur eine. Schreibe eine 0 in deinen Nenner und setze noch die 1 davor. 2951 Zehntel. Das ist die Lösung. Das ist doch wirklich ganz einfach. Zusammenfassung: Dezimalzahl in einen Bruch umwandeln. Erstens, ganze Zahl ohne Komma über den Bruchstrich schreiben, in den Zähler heißt das übrigens. Zweitens, Kommastellen von rechts abzählen und jeweils eine 0 dafür unter den Strich schreiben, in den Nenner. Und drittens, eine 1 vor die Nullen im Nenner setzen. Das ist kinderleicht, richtig. Gleich geht's weiter. In diesem Video geht es um das schriftliche Multiplizieren mit Übertrag. Es ist ein Wunschvideo für Gatscha. Du brauchst für das schriftliche Multiplizieren Rechenpapier, natürlich ein Lineal, um saubere Striche ziehen zu können, einen Stift. Und natürlich dein Gehirn. Ohne das funktioniert es nicht. Rechnen wir eine leichte Aufgabe. Rechenpapier und die Aufgabe ist 12 mal 4. Schreibe jede Zahl in ein Kästchen und ziehe dann einen Strich darunter. Jetzt rechnen wir von rechts nach links. 4 mal 2, das ist 8. Und wieder von rechts nach links. 4 mal 1, das ist 4. Und das ist schon dein Ergebnis. 12 mal 4 ist 48. Das ist Multiplizieren mit einer einstelligen Zahl. Rechnen wir eine Aufgabe mit Übertrag. Rechenpapier und die Aufgabe ist 12 mal 89. Zieh wieder einen geraden Strich darunter und beginne von rechts nach links. 9 mal 2 ist 18. Jetzt schreibst du den Einer auf, also die 8 Einer, und merkst dir den Zehner. Ein Zehner. Jetzt rechnest du 9 mal 1, das ist 9, und addierst diesen Zehner. 9 plus 1 ist 10. Jetzt gehst du zur zweiten Ziffer. 8 mal 2, das ist 16. Und jetzt schreibst du den Einer eine Stelle weiter nach vorne und merkst dir wieder den Zehner. Und jetzt rechnest du 8 mal 1, das ist 8, und addierst wieder den Zehner, also 9. Diese beiden Ergebnisse musst du jetzt noch zusammenzählen. Sechs und 0 ist 6 und 9 und 1 ist 10. Das ist dein Ergebnis.
12 mal 89 sind 1068. Und so rechnest du auch Aufgaben mit größeren Zahlen. Immer von rechts nach links. Schriftliche Multiplikation. Schreibe sauber in die Rechenkästchen, damit du nicht durcheinander kommst. Rechne immer von rechts nach links. Schreibe die richtigen Zahlen untereinander. Und vergiss den Übertrag nicht. Gleich geht's weiter. In diesem Video geht es um das schriftliche Dividieren mit und ohne Rest. Ich erkläre dir, wie das funktioniert, an zwei Beispielen. Viele Schülerinnen und Schüler tun sich mit dem schriftlichen Dividieren erstmal etwas schwer. Dabei ist es gar nicht so schwierig, wenn man das Prinzip verstanden hat. Wie geht das Prinzip? Wir nehmen erstmal eine ganz einfache Aufgabe, bei der es keinen Rest geben wird, nämlich 84 geteilt durch 4. Die erste Zahl ist übrigens dein Dividend und die zweite dein Divisor. Frage ist also, wie oft geht die 4 in die 84? Erster Schritt, du überlegst, wie oft geht die 4, also dein Divisor, in die erste Zahl deines Dividenden, nämlich in die 8. Das ist einfach, die 4 geht in die 8 zweimal. 2 mal 4 ist 8. Das kontrollierst du jetzt und schreibst es dann unter deine erste Zahl des Dividenden. Dann werden die beiden Zahlen voneinander abgezogen und 8 minus 8 ist 0. Nun holst du die zweite Zahl von oben herunter, das ist die 4, und fragst dich jetzt, wie oft geht meine 4? In die 4. Und das ist einmal. Das schreibst du hinten hin. Das ist übrigens der Quotient, dein Ergebnis dieser Rechnung. Und dann kontrollierst du wieder. 1 mal 4 ist 4. Schreibst es unter die andere 4 und ziehst die beiden Ziffern voneinander ab. Und das ist 0. Das heißt, deine Aufgabe ist fertig gelöst. Oben steht keine Zahl mehr. Du hast das Ergebnis. Dein Ergebnis ist 21. Zweites Beispiel. Eine etwas schwierigere Aufgabe. 385 geteilt durch 6. Also wie oft geht die 6 in die 385? Du schaust dir erstmal wieder an, wie oft geht sie in die 3. Das geht gar nicht. 6 ist mehr als 3. Also nimmst du die beiden ersten Ziffern. Wie oft geht die 6 in die 38? Dazu musst du natürlich das einmal 1 mit der 6 beherrschen. 6 mal. Das rechnest du aus, 6 mal 6 ist 36 und ziehst dann wieder die untere Zahl von der oberen ab. Da hast du eine 2 übrig. Jetzt holst du die 5 von oben runter und fragst, wie oft geht die 6 in die 25? 4 mal 6 ist 24, das ist deine Kontrolle. Und jetzt ziehst du die 24 von der 25 ab und hast einen Rest, 1. Deine Antwort ist also 64 mit Rest 1. So kannst du jede Aufgabe rechnen. So funktioniert das schriftliche Dividieren. Einmal mit und einmal ohne Rest. Probiere es jetzt gleich am besten selber aus. So merkst du dir den Vorgang am einfachsten. Gleich geht's weiter. In diesem Video erkläre ich dir, wie du Regeln in Zahlenfolgen finden kannst, sowas wie 2, 4, 6, 8 und was kommt dann. So löst du diese Aufgaben. Matheunterricht oder IQ-Test. Immer wieder musst du Regeln in Zahlenfolgen entdecken. Das kennst du bestimmt, zum Beispiel diese 128, 384, 1152, 3456. Was kommt jetzt und wie gehst du dabei am besten vor? Wie findest du die fehlende Zahl, also die Regel? Erstens, sieh dir immer die ersten beiden Zahlen an. In welcher Beziehung stehen sie zueinander? Hier ist es 128 und 348. Ist die erste Zahl kleiner als die zweite oder ist sie größer? Wenn sie kleiner ist, die erste Zahl, dann geht es um Plus oder Mal. Und wenn sie größer ist, dann geht es um Minus oder geteilt. Prüfen wir das doch mal nach.
128 384. 128 ist kleiner als 384, es geht also um Plus oder um Mal. 128 und wie viel ist denn 384? Das sind 256 und die addieren wir jetzt mal zur zweiten Zahl hinzu. Kommen wir da auf 1150? Nein, die Regel kann also nicht stimmen. Und jetzt nehmen wir das Ganze also mal mit 3 und dann kommen wir auf das richtige Ergebnis. Die fehlende Zahl ist also 3456 mal 3 sind 10.368. Noch ein Beispiel. 54, 78, 102, 126 und was kommt jetzt? Welche Regel ist das? Erstens, es muss sich um Plus oder Mal handeln und zweitens, der Abstand, der ist immer gleich, nämlich 24. Das ist also ganz einfach. Hier ist die Regel, immer 24 dazuzählen. Die nächste Zahl wäre also 150. Nicht selten besteht die Regel aus zwei Rechenoperationen. Zum Beispiel hier 240, 60, 180, 45, 135. Erstens, da die erste Zahl kleiner ist, muss es hier um Minus oder geteilt gehen. Die 60 geht in die 240 genau 4 mal, die Regel 1 ist also geteilt durch 4. Nun ist die nächste Zahl größer, also Plus oder Mal. Die 60 geht hier 3 mal in die 180, die zweite Regel ist also mal 3. Das heißt, es geht so weiter. Erstmal geteilt durch 4, also 33,75 und dann mal 3. Und das gibt 101,25. Und so geht es weiter. Die nächste wird wieder geteilt durch 4 sein. Verstanden? Regeln in Zahlenfolgen erkennen. Erstens, immer klären, ob die Folgezahl größer oder kleiner ist. Danach richtest du dich dann, ob du Plus oder Mal oder Minus oder geteilt rechnen musst. Zweitens, die Differenz ausrechnen und ausprobieren, wie die nächste Zahl entstanden sein könnte. Und drittens, beide Schritte auch auf die nächste Zahl anwenden. Gleich geht's weiter. In diesem Video zum 1x1 zeige ich dir, wie das mit den Königinnenaufgaben oder Königsaufgaben oder Kernaufgaben ganz einfach funktioniert. Es ist ein toller Trick, pass auf. Jede 1x1-Reihe lässt sich durch nur 4 Aufgaben erschließen. Es sind immer die 4 gleichen Aufgaben. Man nennt sie Königsaufgaben oder Kernaufgaben. Das glaubst du nicht? Dann pass mal auf. Als Beispiel nehmen wir die 7er-Reihe. Das ist eine der schwierigen Reihen, die sich Kinder und Erwachsene nicht so gut merken können. Also 1 mal 7, 2 mal 7, 3 mal 7, 4 mal 7, 5 mal 7 bis zur 10 mal 7. Halt das 1x1 der 7er-Reihe. Und jetzt nehmen wir daraus 4 Aufgaben, und zwar die erste, die zweite, die fünfte und die zehnte. Mit diesen 4 Aufgaben kannst du das ganze 1x1 erschließen. 1 mal 7 ist 7, 2 mal 7 ist 14, 10 mal 7 ist 70, da wird ja nur eine 0 dran gehängt, und 5 mal 7 ist die Hälfte, also 35. So, mit diesen Aufgaben kannst du alle anderen lösen. 3 mal 7 ist genauso viel wie 1 mal 7 und 2 mal 7, also wie 7 plus 14. Das sind 21. Und 4 mal 7 ist das gleiche wie 2 mal 7 plus 2 mal 7, also die zweite Aufgabe verdoppeln, das heißt 14 plus 14. 28. Jetzt hast du schon mehr als die Hälfte aller Aufgaben gelöst. 6 mal 7 kannst du dir auch aus den 4 Aufgaben erschließen, nämlich aus 5 mal 7, das ist 35, plus 1 mal 7, das ist 7. Und schon hast du das Ergebnis 42. Bei 7 mal 7,
nimmst du wieder die 5 mal 7, also die 35, und dann die 2 mal 7, also die 14. Die ziehst du dazu und dann hast du das Ergebnis 49. Bei 8 mal 7 kannst du zum Beispiel einfach die zweite Aufgabe, nämlich 2 mal 7 gleich 14, 4 mal nehmen. 14 plus 14 plus 14 plus 14. Das sind 56. Und bei 9 mal 7, da nimmst du wieder die 5 mal 7, jetzt 35, und dann 2 mal die 2 mal 7, also die 14. Und du landest bei 63. Und die 10 mal 7 hast du ja schon. Jetzt ist die ganze 7er-Reihe mit ganz einfachen 4 Aufgaben von dir gelöst worden. Die Kernaufgaben oder Königsaufgaben sind also immer einmal, zweimal, fünfmal und zehnmal. Und das geht mit jeder 1x1-Reihe. Probiere es einfach mal aus. Gleich geht's weiter. Ich zeige dir jetzt in diesem Video eine ganz spielerische Art, um ein bisschen Grundrechenarten zu üben, nämlich den persönlichen Mathe-Steckbrief. Es geht um Plus, Minus, Mal und Geteilt. Und so sieht der Mathe-Steckbrief aus. Füllen wir ihn mal aus. Ich habe im April Geburtstag. Der April hat 30 Tage. Es ist der vierte Monat im Jahr. Und ich bin im Jahr 2011 geboren. Mein Vorname Lukas hat 5 Buchstaben und mein Nachname Weberlein hat 9 Buchstaben. Meine Mama ist 32 Jahre alt und mein Papa 30. So, und jetzt rechnen wir mit deinen ganz persönlichen Zahlen. Die Buchstaben deines Nachnamens plus dem Alter deines Vaters. 9 plus 30 gibt 39. Dein Geburtsjahr minus dem Alter deiner Mutter, 2011 minus 32, gibt 1979. Das Alter deiner Mutter mal dem Alter deines Vaters, das gibt 960. Und die Tage deines Geburtsmonats April geteilt durch die Buchstaben deines Vornamens, das ergibt 6. Das ist dein ganz individueller, eigener Mathe-Steckbrief. Gefällt dir dieser Steckbrief? Dann drucke ihn dir doch aus. Den Link findest du unter dem Video. Fülle ihn mit deinen eigenen persönlichen Daten aus. Viel Spaß dabei! Gleich geht's weiter. In diesem Video geht es um Signalwörter in Sachaufgaben. Sie verraten dir nämlich Rechenzeichen. Ich erkläre dir, wie das funktioniert. Bei der Addition, also beim Plusrechnen, musst du auf bestimmte Wörter achten, nämlich mehr, länger, dazu, insgesamt oder zusammen. Zum Beispiel bei dieser Aufgabe. Finn hat 5,30 Euro und Sam 2,40 Euro. Wie viel haben sie zusammen? Hier wird addiert. Bei der Subtraktion, also beim Minusrechnen, geht es um Wörter wie weniger, wegnehmen, reduzieren, kleiner, ausgeben oder verringern. Finn hat 5,30 Euro. Nach dem Kauf verringert sich sein Geld um 2 Euro. Hier wird subtrahiert, also Minus gerechnet. Bei der Multiplikation, beim Malrechnen, achtest du auf Wörter wie doppelt, dreifach, vervierfachen, verdoppeln. Finn hat 5,30 Euro. Petra hat dreimal so viel. Hier wird multipliziert mit 3. Und bei der Division, da geht es um das Geteiltrechnen. Das erkennst du an Wörtern wie halbieren, halb so viel, der fünfte Teil, ein Viertel oder die Hälfte. Finn hat 5,30 Euro. Simon hat nur halb so viel Geld. Hier musst du dividieren. Signalwörter in Rechenaufgaben, die verraten Rechenzeichen. Plus erkennst du an größer, mehr, addieren, länger, insgesamt. Minus an kleiner, weniger, kürzer, wegnehmen, subtrahieren.
mal an doppelt so viel, das Dreifache, verdoppeln, multiplizieren und geteilt erkennst du an halbieren, verteilen, dividieren, die Hälfte, ein Fünftel. Dieses Video ist von lernförderung.de und wenn es dir gefallen hat, gib uns doch ein Like, schreibe etwas in die Kommentare und abonniere unseren Kanal. Schulfernsehen wurde Ihnen präsentiert von C-Tronics Computer, dem PC- und Laptop-Spezialisten mit Rundum-Service in Zwickau in der inneren Plauenschen Straße.